Brüder und Schwestern, so wie ich, kennt ihr wahrscheinlich auch ein paar fromme Leute. Die meisten sitzen hier in diesem Raum. Also nicht jeder schafft es am Sonntag in den Gottesdienst. Das ist schon ein gutes Zeichen für eine Frömmigkeit, für ein gutes Verhältnis zu Gott. Aber ich kenne auch so manche Leute, die das ganze Jahr über damit beschäftigt sind, irgendwelchen Glaubensfragen nachzugehen, in welcher Form auch immer. Manche fahren zu Exerzitien von einem Ort zum anderen, andere schauen sich fromme Videos im Internet oder irgendwelche Vorträge, die irgendwo aufgenommen wurden, oder lesen irgendwelche Bücher. Das sind alles nützliche Dinge. Aber manchmal habe ich so den Eindruck, dass an diesen Menschen sich eine Wahrheit auch zeigt, die auf jeden von uns zutrifft. Das ist das, was wir in den Lesungen heute gehört haben. Und das ist mit der wichtigen Frage verbunden, die Jesus heute stellt: Was sucht ihr da? Versucht ihr mal ehrlich auf diese Frage Antwort zu geben. Warum bist du in diesem Gottesdienst? Was suchst du? Was erwartest du dir davon? Oder wenn du betest, oder wenn du irgendwelche gute Tat vollbringst, was erwartest du dir? Und wenn du ehrlich bist, wirst irgendetwas finden. Wir sind nicht so uneigennützig, wie wir es uns selber und anderen vormachen wollen. Wir erwarten uns immer einen Gewinn von dem Einsatz, den wir zeigen. Und das an und für sich ist nichts Schlechtes. Seine Nachfolge funktioniert sehr gut und ist auch gottgefällig. Also Gott mag Leute, die sich um sein Reich, um gute Werke bemühen. Und wenn sie etwas davon für sich behalten, ist auch super. Aber Jesus lädt seine Jünger zu einer tiefen Beziehung ein. Und das bedeutet, dass wir nicht so sehr darauf aus sein sollen, dass wir irgendeinen Lohn dafür bekommen, wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir die Gebote befolgen, wenn wir Gott ganz gehören, sondern dass wir uns in dieser Sehnsucht wiegen nach einem, der größer ist als wir alle. Das ist das, was Jesus am Ende des Evangeliums sagt: Ich bin das Brot des Lebens, wer zu mir kommt, wird nie mehr hungern, wer an mich glaubt, wird nie mehr dursten. Weil die Speisen, die wir zu uns nehmen oder Dinge, die wir konsumieren, ob es ein Essen ist oder ein Getränk oder vielleicht der Lob, den wir vom anderen bekommen oder irgendwas anderes, die machen uns satt. Da kann einem auch manchmal übel werden, wenn man zu viel zum Beispiel isst oder trinkt. Aber irgendwann vergeht dieses Gefühl wieder und man hungert weiter nach mehr und mehr und mehr. Manchmal nimmt es krankhafte Züge an, da wird man wirklich krank. Meistens ist es, naja, nicht so tragisch. Aber wir Menschen sind dazu berufen, Größeres in unserem Leben zu erstreben als nur das, dass wir unseren Durst hier und unseren Hunger stillen. Ob es ein geistlicher Durst ist oder ein leiblicher, das ist nicht so wichtig. Gott geht es nicht darum, dir irgend so etwas Tolles in diesem Leben zu schenken. Gott schenkt gerne und der tut auch Wunder, nicht nur die, von denen wir im Evangelium und im Alten Testament lesen. Auch heute geschehen wirkliche Wunder, Menschen werden geheilt, es geschehen große Dinge, auch in unserer Zeit. Aber das ist nicht das, was uns Menschen wirklich überzeugt, das hörten wir in der ersten Lesung. So viele Wunder, wie die Israeliten gesehen haben, wird keiner von uns wahrscheinlich hier auf Erden sehen und trotzdem kehrten sie sich vom Herrn ab. Also das garantiert nichts, dass du das Wirken Gottes hier auf Erden siehst. Weil Gott hat uns zu etwas anderem geschaffen, zu etwas Edlem, zu einer hohen Berufung.
dass du in Sehnsucht lebst, in Sehnsucht nach ihm. Und das ist eigentlich das, was man in der Nachfolge Christi Umkehr nennt. Auf das eigene Leben hinzuschauen, auf das eigene Verlangen nach Dingen, Menschen oder irgendetwas, zu sehen, dass es vielleicht nicht ganz so sauber ist, wie wir es denken, dass es nicht so uneigennützig ist, wie wir es denken. Und dann zu sagen, diesen einen einfachen Satz, Herr, eigentlich will ich etwas anderes. Diese Erkenntnis, dass wir Menschen etwas anderes eigentlich wollen, als das, was uns diese Welt zu bieten hat, die kann man mit vielen Dingen überdecken. Du kannst dir ein neues Handy kaufen, ein neues Auto oder ein gebrauchtes Auto oder ein tolles Buch oder eine tolle Mahlzeit zu dir nehmen. Du kannst es mit vielen Dingen überdecken. Aber diese Sachen werden nie genug sein. Und das heißt nicht, dass du das Leben nicht in vollen Zügen genießen kannst. Wenn du genug Geld hast und Mittel, genieße das Leben auch. Der Herr ruft auch dazu, dass man barmherzig ist, aber genieße das Leben. Steht nirgendwo im Evangelium, dass wir das nicht tun dürfen. Aber täusche dich nicht, dass es ausreicht für dich. Nichts, was die Welt dir bieten könnte, ist genug für dich. Verstehst du, wie eine hohe Berufung wir Menschen haben? Nichts in der Welt ist dir genug. Nichts in der Welt ist so wertvoll, dass es genug für dich wäre. So ein Mensch bist du. Und wenn Jesus heute so ein bisschen mysteriöses Gespräch führt, das ist das Merkmal des Johannesevangeliums. Da kann man sich in diesen schönen Bildern, die dort uns geboten werden, wirklich verlieren. Aber den Sinn zu erkennen, ist manchmal schwierig. Aber wenn du dieses mysteriöse Evangelium hörst heute, von dem Brot, das vom Himmel kommt, das unseren Hunger und Durst stillen kann, dass es nicht das ist, was wir auf Erden bekommen können, verweile dabei. Und schau auf dein Leben und werde dir dessen bewusst, nur er ist genug. Nur er kann all deine Sehnsucht erfüllen. Und ich kann dir nicht versprechen, dass du es hier auf Erden erlebst. Das kann ich nicht. Manchen wird es gegeben, kann sein, aber das sind eher Ausnahmen. Aber das, was Gott uns sichert, ist ein Leben in Fülle, wenn wir ihm glauben. Und dieses sich in Sehnsucht zu üben, ist gar nicht so schwierig. Es geht nicht so sehr darum, sicher zu sein, meine Sehnsucht gilt nur Gott. Das kann man schwer produzieren. Aber versuche so zu leben, als ob die Sehnsucht wirklich in dir wäre. Und du wirst sehen, dein Leben wird ein bisschen anders sein, ein bisschen schöner, ein bisschen dir gerechter.